Warten Sie darauf, dass dieser Kroganer auftaucht? Ich muss ihm nur die Reltech abkaufen, damit ich meinen Reliktscanner perfektionieren kann. Er und seine Leute tauchen bei allen Ruinen auf, die wir durchsuchen. Das kann einfach kein Zufall sein. Ich denke, sie könnten uns vielleicht irgendwie folgen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Parasiten. Wenn man etwas Interessantes macht, erregt man nun mal Interesse. Ryder, bitte kommen, wir haben ein Problem. Ich höre, Callow. Wir hatten hier einen Eindringling. Er hat sich an Bord und in Peebys Quartier geschlichen. Ihr Bot ist weg. Pock? Wie zum Teufel konnte das passieren? Das können wir noch nicht mit Gewissheit sagen. Da wusste jemand genau, was er zu tun hatte. Sie haben ein beeindruckendes Stück Reltech und eine aufgezeichnete Nachricht hinterlassen. Ich übermittle sie jetzt. Ryder, hier ist Kalinda Tereff, Pelisarias... Naja, es was auch immer sie mich inzwischen bezeichnet. Danken Sie ihr bitte von mir für den schicken Bot. Ich nehme an, die Reltech, die meine Crew an sich genommen hat, kann als adäquate Bezahlung betrachtet werden. Ach, und Sie müssen nicht auf meinen kroganischen Freund Krennit warten. Er und seine Banditen arbeiten für mich. Ta! Oh, verdammt, warum kann sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich vermute, Sie beide hatten eine Beziehung. Wieso? Glauben Sie, sie ist auf mich fixiert oder so? Um meinen Scanner fertigzustellen, brauche ich Zugriff auf die Speichereinheit in Pock. Kalinda war schon immer anstrengend. Für einen Kick würde sie alles tun. Und wenn sich dabei auch noch Profit machen lässt, umso besser. Es tut mir leid, dass Sie in diesen Mist mit reingezogen werden, Ryder. Aber Sie müssen sich damit nicht befassen. Ich regle das schon. Versprochen. Hey, wir stehen das gemeinsam durch. Danke. Sobald ich einen Ansatz habe, wie wir Pork zurückbekommen können, melde ich mich. Oh, das Miststück hat mein Bot gestohlen. Ihr Ernst gerade und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda hier auf Kadera. What hey, the zurück. Fuck? Was ich habe, können Sie sich nicht leisten. Oh Mann, nee. Man hat dir wirklich das Ding geklaut? Oh, ich hau die um, Mann. Ryder, ich erkenne diese Leute, die Exilanten. Einige von denen sind nicht gerade erfreut darüber, uns zu sehen. Ich ernte jede Menge böser Blicke. Starren Sie einfach zurück und ziehen Sie dabei die Lippe hoch. Blendende Idee. Danke. Erledigen wir einfach, was wir erledigen müssen und verschwinden dann, okay? Noch so gerne. Ich bin nämlich offscreen mal kurz das Relikt holen gegangen, was ihr noch gefehlt hat. Oh Mann. Und bekomme jetzt... Rekrutie, was? Der Verbannten. Pathfinder. Ich fürchte, Sloan hat sie auf die Liste derjenigen gesetzt, die von uns nicht rekrutiert werden. Aber wir können uns doch trotzdem unterhalten, oder? Ich würde gerne mehr über die Verbannten erfahren. Ich werde Ihre Fragen so gut ich kann beantworten. Das finde ich sehr gut, denn im letzten Part, was haben wir da gemacht? Wir haben den Mond geklärt und haben... mal kurz den Nexus, also Nexus und die Tempest besucht und haben dort die Aufgaben so gut wie möglich geklärt. Und ja, jetzt geht's wieder auf, ja, eigentlich Party zu machen und so in dieser Folge. Ich hoffe, es wird eine Party, nicht so wie mit dem Filmabend, wo dann kein Filmabend gekommen ist. Auf den warte ich immer noch übrigens, aber gut. Ich will mehr über Sloan wissen. Ich möchte Ärger mit... Was? Willst du Ärger mit dem Kollektiv? Das Verhältnis zwischen den Verbannten und dem Kollektiv scheint ziemlich angespannt zu sein. Sie sind ein Haufen scheinheiliger Emporkömmlinge, die ihre schmutzigen Methoden hinter ehrbaren Geschäften verbergen. Sehen Sie, genau das meinte ich mit angespannt. Sloan wird kurzen Prozess mit Ihnen machen. Warum hat sie das nicht bereits getan? Es steht mir nicht zu, Ihre Methoden in Frage zu stellen. Kadera gehört uns. Und nichts wird daran etwas ändern. Erzählen Sie mir von Sloan. Vor dem Aufstand war sie Leiterin der Nexus-Sicherheit. Sie gab ihre Stellung auf, um uns zu beschützen. Ohne sie wären wir jetzt tot. Kennen Sie sie persönlich? Natürlich. Sie legt größten Wert darauf, jeden einzelnen ihrer Leute zu kennen.
was deutlich mehr ist, als der Scharlatan von sich behaupten kann. Was bedeutet es, zu den Verbannten zu gehören? Den meisten Leuten gibt es ein Gefühl von Sicherheit. Etwas, das in Helios dringend gebraucht wird. Sie haben sich auf der Nexus nicht sicher gefühlt? Sie waren während des Aufstands nicht dort. Es war das reinste Chaos. Und diese Idioten an der Spitze haben alles nur noch schlimmer gemacht. Dank Sloan haben wir jetzt Strukturen, eine Familie. Sie sind unter Sloans Herrschaft also glücklich? Ich denke, das bin ich. Obwohl ich natürlich etwas anderes erwartet hatte, als ich mich in der Milchstraße verpflichtet habe. Aber ich kam nach Andromeda, um Teil von etwas Größerem zu sein. Und genau das bin ich bei den Verbannten. Kann sich jeder den Verbannten anschließen? Abgesehen von mir, natürlich. Jeder kann sein Interesse bekunden. Das letzte Wort bei der Aufnahme neuer Mitglieder hat aber Sloan. Ich nehme an, es gibt eine Art Auswahlverfahren? Alle Rekruten durchlaufen eine Reihe von Prüfungen, in denen ihre Ausdauer, ihre Loyalität und ihre Intelligenz auf die Probe gestellt werden. Das war vorerst alles. Man sieht sich, Pathfinder. Auf jeden Fall. Ihr werdet bald gepathfindert. Aber gut, ja, hier geht's nicht mehr weiter, Freunde. Das heißt, ja, nee, ist klar. Sie kann im Null-System finden, machen wir schon, aber nicht jetzt. Anomalie auf Eledan untersuchen, machen wir auch noch. Ach, ja, da waren wir noch nicht. Nagmodrak, kroganischer Verrat, ja, ist klar. Auf Eier mit der Moscha sprechen, das dürfen wir ja nicht machen, bevor wir auf jeden Fall auf der Nexus nicht überall waren. Hinweise auf seine... Aha, interessant. Cat in Tavernos ist... Ah, priorisierte Mission, jetzt darf ich alles andere machen, oder wie? Hellsois Aufgaben... Was habe ich auf der Nexus noch zu tun? Weltraumangriff, ach ja, das ist das, was wir im letzten Part bekommen haben. Jetzt kommt eigentlich das hier dran. Ausgehabend. Was? Ich nehme mal den Ausgehabend. Der will jetzt mit mir nicht einen Flirt hinlegen. Die Feierlichkeiten sind offenbar bereits im Gange. Mr. Vidal wollte sich mit Ihnen am Eingang treffen. Aha. Und wo ist das andere Ding? Ist es auch da vorne? Sag nur. Was? Dein Ernst? Ich hoffe, das läuft richtig. Dann ist alles wohl in einer Mission. Ja, warum muss ich jetzt hier alles öffnen? Spinnt ihr? Dann Cutscene, let's go. Halt! Privatveranstaltung! Ich treffe hier einen Freund. Nicht ohne Einladung. Er gehört zu mir. Reyes Vidal. Gehen Sie rein. Reyes Vidal. Ich dachte schon, Sie tauchen gar nicht auf. Wissen Sie noch, was ich über die Kunst der Verspätung sagte? Stellen Sie mich Ihrer Begleitung vor. Pathfinder, das ist Kima Dorgan. Eine Freundin. Sie vertritt die Angara gegenüber Sloan. Freut mich, Kima. Nennen Sie mich Ryder. Race sagte schon, wie professionell Sie sind. Ich hatte gehofft, dass er Sie mitbringt. Er redet nur noch von Ihnen. Ach, tatsächlich? Ich muss leider unterbrechen. Ich muss was erledigen. Sie verlassen mich schon? Dauert nicht lange. Heute sind wichtige Personen hier. Mischen Sie sich ein wenig unters Volk. Sie werden noch den ganzen Spaß verpassen. Ich hole Ihren Vorsprung wieder auf. Versprochen. Und das finde ich gut. Keine Ahnung, was er vorhat? Denken Sie nicht über Reyes Pläne nach. Genießen Sie die Party. Machen wir auf jeden Fall unter die Partygäste-Mission. Drei Leute. Oder wie? Katera. Ach, mit den drei ist zu sprechen und mit den anderen nicht, oder wie?
Ferdes. Ich hoffe, der erzählt nicht dann. Ist die echt beeindruckt. Wer? Und ich kann hier nicht speichern. Dein Ernst? Ist klar, ne? Wenn ich hier jetzt was Falsches... Ich versuch's. Harte Nacht? Ich habe etwas gesagt, was ich besser nicht hätte sagen sollen. Zu einer Frau, Nola. Sie ist eine Angara. Dabei hatte ich diesen Abend seit Wochen geplant. Ich habe mir die Krallen gefeilt und sogar meine Stirn poliert. Und dann habe ich es nicht mal 2 Sekunden, nachdem wir durch die Tür waren, vermasselt. Tut mir leid, dass es nicht so gelaufen ist, wie Sie gehofft haben. Ich wusste schon in der Milchstraße nicht, wie man mit Frauen umgeht. Keine Ahnung, wieso ich dachte, hier könnte es anders sein. Nola hat eine Schwester und ich habe die beiden miteinander verglichen. Ich dachte, wenn ich Nola eifersüchtig mache... Ach, ich bin so ein Idiot. Okay, das ist übel. Richtig übel. Aber ich denke, noch ist nicht alles verloren. Erklären Sie ihr, dass Sie das nur gesagt haben, weil Sie ein Idiot sind und Sie mögen. Denken Sie wirklich, das könnte funktionieren? Es ist auf jeden Fall besser, als in Selbstmitleid zu versinken. Okay, wünschen Sie mir Glück. Auf jeden Fall, viel Glück, Kollege. Aber mach keine Scheiße da. Wäre sonst suboptimal. Was ist denn mit dir, Umi Hennen? Ich hätte gern einen Drink. Wie heißt meine Bar? Was? Wenn Sie was trinken wollen, beantworten Sie die Frage. Crawler's Song. In diesem Fall hatten wir recht. La 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 la. Haha. Lecken Sie mich kreuzweise, Kollege. Hat hier noch jemand was zu sprechen? Spieler, dein Ernst? Sie spielen hier? Ich versuche es, aber dieser Idiot kann sich nicht zwischen gerade und ungerade entscheiden. Sie sehen aus, als würden Sie Glück bringen. Wofür soll ich mich entscheiden? Setzen Sie auf gerade. Okay. Gerade. Glückwunsch. Heilige Scheiße, ich habe gewonnen. Ich habe tatsächlich gewonnen. Geben Sie nicht alles auf einmal aus. Kann man da auch verlieren? Das weiß ich jetzt nicht, aber gut, habe ich gewonnen. Ja, super. Dann fangen wir doch von hier nach ganz am Ende an. Ich hoffe, ich verkack's nicht. Ja, nö, wir nehmen zuerst eine Frau hier. Schön, Sie wiederzusehen, Pathfinder. Ich hoffe, diese Piraten haben Ihnen kein allzu schlechtes Bild von uns vermittelt. Keine Sorge, Ryder. Ich beurteile Individuen, keine Gruppen. Sie beispielsweise mag ich. Das gilt nicht zwangsläufig auch für diejenigen, für die Sie arbeiten, aber ich habe gelernt, mir alle Optionen offen zu halten. Man weiß nie, wer am Ende das Sagen hat. So ist es. Wie haben Sie Reyes kennengelernt? So wie jeder Reyes kennenlernt, über das Geschäft. Seine Fähigkeiten sind in Kedaraport von großem Wert. Was bedeutet es, die Angara gegenüber Sloan zu vertreten? Sloan verlässt sich darauf, dass ich ihr die angaranische Sichtweise der Dinge vermittle. Und hört sie auf Sie? Nur in Extremfällen. Sie rühmt sich zwar damit, pro-angaranisch zu sein, aber Priorität haben für sie immer die Verbannten. Sie veranstaltet diese Partys, um mein Volk zu beschwichtigen. Das wird nicht ewig funktionieren. Haben Sie Reyes irgendwo gesehen? Nein. Aber er wird bestimmt bald wieder hier sein. Er mag sie. Den Eindruck habe ich auch. Dabei hält er sich doch für so subtil. Gehören Sie zum Widerstand? Nein. Ephra und ich tauschen Informationen aus, aber für mich steht das Wohlergehen Kedaras an erster Stelle. Wenn es zwischen den Verbanden und dem Kollektiv zum Krieg kommt, wird es mein Volk sein, das darunter leidet. Es war schön, sich mit Ihnen zu unterhalten, Kima. Gleichfalls, Pathfinder.
Machen Sie keinen Unsinn oder Sie fliegen raus. Holen Sie sich ein Bier, Kates. Das ist gut für Ihre Gesundheit. Ich trinke nicht, wenn ich im Dienst bin. Na, dann machen Sie doch Schluss für heute. Leben Sie mal ein bisschen. Halten Sie sich einfach zurück. Sloan wird mir ohnehin schon die Hölle heiß machen. Wie ich sehe, muss Kates die Gästeliste in Zukunft genauer überprüfen. Entspannen Sie sich, Eure Majestät. Ein Freund hat mich eingeladen. Ich bin nur hier, um etwas zu trinken. Sie können sich gerne wie alle anderen durchschnorren, aber machen Sie ja keinen Ärger. Mach ich nicht. Pathfinder Ehrenwort. Verschwinden Sie einfach. Reyes, wo sind Sie? Er antwortet nicht, aber ich glaube, er hat bei unserer Ankunft einen in den Nebenräumen aufgesucht, Pathfinder. Dann wollen wir doch mal sehen, was er vorhat. Definitiv. Na, was läuft hier? Verflucht. Warum können die Lagernummer nicht am selben Ort sein? Von wegen, lassen Sie uns was trinken. Ich hätte wissen müssen, dass Sie irgendwas vorhaben. Ryder, es ist nicht so, wie es also aussieht. Also nutzten Sie mich nicht als Ablenkung, um rumzuschnüffeln. Na schön, doch, habe ich. Aber es kommt uns beiden zugute. Versprochen. Sie versprechen ziemlich viel. Verdammt, da kommt jemand. Wir brauchen eine Ablenkung. Oh. Sorry. Ich denke, wir sind wieder sicher. Das war nur Ablenkung. Es bleibt unser kleines Geheimnis. Na endlich, da ist er ja. Darum ging es hier? Um Whisky? Das ist die einzige Flasche Mount Milgram in Andromeda. Dreifach destilliert und 645 Jahre alt. Das ist kein Whisky. Das ist ein Schatz. Den teilen wir doch, oder? Ja, vielleicht. Verschwinden wir von hier. Haltet ihr Händchen zur Hölle? Das ist keine Aufforderung zum Sex gewesen, Kollege. Es ist wunderschön, nicht wahr? Manchmal vergesse ich das. Ist Andromeda so, wie Sie es sich erhofft hatten? Jeder Tag ein Abenteuer. Selbst meine freien Abende sind interessant. Wie steht's mit Ihnen? Warum sind Sie hergekommen, Reyes? Um kein Niemand zu sein. Für mich sind Sie das nicht. Ich habe den Eindruck, dieser Kuss war mehr als nur ein Ablenkungsmanöver. Die Backen! Nee! Das muss ich rückwirken, Nein! Kollege, nein! Warum? Nee! Was war das? Automatisch speichern, ist scheißegal, wann das war. Das geht nicht. Der Kurs zur Ablenkung, okay. Das mache ich selbst. Ich habe auch schon mal in Krisensituationen den geküsst. Einfach so. Wisst ihr, was ich meine? Oh ne, jetzt darf ich alles nochmal machen. Die Feierlichkeiten sind offenbar halt die bereits Backen. Im Gange. Mr. Vidal wollte sich mit Ihnen am Eingang treffen. Ja, darf er auch. Aber ne. Aber küssen, Mann, sind die behindert. Ich will doch nichts von halt. Dem. Privatveranstaltung. Hier. So. Pathfinder. Freut mich sehr, bla bla bla. Ach, tatsächlich. Ich muss. Halte die Backen, wir müssen im Schnelldurchlauf durch. Person hier. So.
wie ich mit dem rummachen würde. Ist der dumm? Ist der dumm im Kopf? Ich glaube... Und dann habe ich nicht mal zwei Sekunden, nachdem wir durch die Tür... So, reden Sie mit dir. Und jetzt Abmarsch, Kollege. Jetzt zu ihr noch. Wir wollen auch ein wenig trinken, ne? So. Ich hätte gern einen Drink. Was? Wenn Sie was trinken wollen... Clara Song, danke für das Getränk. Da geht nochmal hin. Das finde ich sehr cool. Da geben wir diesmal eine andere Antwort, wenn wir gerade hier sind. Machen Sie keinen Unsinn oder Sie fliegen raus. Ist angekommen. Klar und deutlich. Halten Sie sich einfach zurück. Sloan wird mir ohnehin schon hören. Oh Mann, der sagt egal bei was das Gleiche. Schön, Sie wiederzusehen, Paul. Du kannst Sie hier bei... mag ich. Das ach, das finde ich sehr gut, dass so du mich magst, aber ich mag dich gerade nicht, weil ich es mal machen muss. So wie jeder Ray ist. Wenn es zwischen den... Nein. Ich weiß. So. Dabei hält er sich doch. Vielen Dank. So. Nochmal mit dir. Ich sehe, dass Kate die Gästeliste in Zukunft genauer überprüfen. So, halt die Backen. Du willst sowieso nichts von mir. Reyes? In diesem Sinne. Wo sind Sie? Er antwortet nicht. Aber ich glaube, er hat bei unserer Ankunft einen der Nebenräume aufgesucht. Ja. Komm. Den Kurs können wir nochmal durchdrücken, okay? Warum können die Lagernummer nicht am selben Ort sein? So. Verdammt, da kommt jemand. Wir brauchen eine Ablenkung. Ja, wie gesagt, der Kurs hier ist Ablenkung. So. Das ist okay. Da. Das ist die einzige Flasche. So. Psst. Passt das schon? Aber wehe, es endet wieder da. Dann ist wunderschön, nicht wahr? Manchmal vergesse dann kotze ich im Strahl. So. Ist Andromeda so, wie Sie es sich erhofft hatten? So. Um kein Niemand zu sein. Dafür, dass es von Ihnen kam, klang das überraschend aufrichtig. Ich bin immer aufrichtig, Ryder. Auf meine Weise. Danke, jetzt gefällt's mir. Jetzt gefällt's mir, definitiv. What the fuck, aber... Nee, ich will doch nicht schwul werden, Bin ich behindert? Ich habe nichts gegen Schwule, aber ich bin hetero. Auf Ärger warten, was? Auf Ärger warten, genial. Das haben die jetzt nicht so geschrieben, was? Ich möchte nur hier... was? Okay, dann haben wir hier endlich alles durchsucht. Zähmung der Wüste, ah ja, sicher, aha. Ja gut, dann geht's nochmal ab zur Nexus wegen dem Scheiß. Außer das können wir irgendwo gerade machen, dann werde ich das gerade so noch ausführen. Und wenn wir noch ins Nullsystem kommen, auch, das ist kein Problem, ins Benders Kabine, genau das wollen wir dann auch noch machen. Oh Gott. Ich glaube es nicht. Ich glaube, ich spinne. Also, schon nur... Ja gut, man hat einen Extremfall machen müssen, wegen Küssen, okay. Weil wir ja voll im Feindlager waren. Aber so? Okay, läuft. Oh Gott, ich bekomme nochmal die Krise. Das wäre mir in den alten Teilen nie passiert. Nie. Weil da steht klar... Yo, wenn du das drückst, willst du was von ihm oder von ihr? Und dann... Das andere drückst nicht. Und dann hat es meistens noch eine dritte Option. So eine neutrale. Aber da hätt's nur zwei Optionen gehabt. Und nix stand von wegen. Jetzt diese Aktion tätigst, küsst er dich. Oh! Bist du behindert? Nicht dein Ernst. Zurück. Ja, willkommen zurück. Ich hatte eine schockierende, ein schockierendes Erlebnis. So, danke, Sie haben mir den Panzer gerettet. Sid. Hi, Ryder. Sid hier.
Ich wollte mich nur bedanken, dass Sie gekommen sind, um mir zu helfen. Sie wussten wohl nicht, dass ich es bin, was? Aber das macht es toll. Ich habe Ihnen nichts gesagt. Mein Fehler, sorry. Aber Sie haben trotzdem einfach geholfen, obwohl Sie wussten, dass es wahrscheinlich gefährlich ist. Sie haben Ihren Hals für andere riskiert und deswegen sind Sie der Pathfinder. Nein, unser Pathfinder. Und danke, dass Sie Fedra unterstützen. Ich weiß, Sie sind für Sie da und deswegen kann sie für mich da sein. Das bedeutet viel. Oder bedeutet mir viel. Sagen Sie nicht, dass ich das gesagt habe. Sie sind super, Sid. Kein Problem. Immer gerne. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Wo sind die ganzen Sachen? Ach so, Leben im Grenzgebiet, auch hier. Es sind vier, okay. Die Jagd auf den Archon, noch lange nicht, Kollege. Noch lange nicht. Irgendwo müssen wir anfangen. Ey, aber ich bitte dich, bitte nur in die Galaxie rein und nicht irgendwo auf den Planet. Ich bitte dich. Oder auf einen Asteroiden, ist mir egal. Verbraucht viel zu viel Zeit gerade. So, Ort untersucht oder so. Anomalie auf den Sensoren. Und wo? Hier? Okay. Sieht besonder aus. Leben im Grenzgebiet. Ja gut, das müssen wir natürlich schon uns angucken, wie wir dorthin reisen. Ist jetzt auch schon eine Weile her, seit wir das gemacht haben. Wir sind ja jetzt immer auf Planis rumgedödelt. So. Wir sind da, Ryder. An diesem Nav-Punkt sollen die drei Säbel ein Versorgungsschiff angegriffen haben. Die Scans zeigen eine einzigartige Strahlungssignatur. Ich glaube, ihr Antrieb verliert E-Zero. Führt die Spur irgendwo hin? Ich kann nur eine grobe Richtung ausmachen. Wenn wir die anderen Positionen scannen, müssten wir das Gebiet allerdings eingrenzen können. Finde ich super, deswegen gehen wir weiter. Und ich finde, wie gesagt, gut, dass die das in der Galaxie so gemacht haben, dass die einfach weiterquatschen. Das ist genial, das hätten sie auch an manchen Planistellen machen können. Weil je nachdem, wenn ich weggejumpt bin, hat es direkt unterbrochen, warum auch immer. Anomalie geortet. Aha. Ach, da oben. Sonde gestartet. Erhalte Scandaten. Kein Problem. Wir sind ja gleich da. Da ist das nächste Raumschiffchen. Ne? Yo. Das war jetzt ein bisschen komisch, aber gut. Das ist ja noch kaputter als der Rest. Ich kombiniere die Daten mit unseren bisherigen Erkenntnissen. Aber dass die jetzt nicht so mehr quatschen. Und vor allem, dass es oben nicht. Ja. Dass jetzt nichts irgendwie angezeigt wird. Dass ich hier schon war. Okay. Na? Anomalie geortet. Sonde gestartet. Anomalie gefunden. Wie sieht dieses Schiff hier aus? Sieht man diesmal gar nichts mehr? Nur noch Staubkörner oder wie? Na, warum hierhin? Bist du behindert? Das ist eben, wenn die zwei zu nah aneinander sind. Dankeschön.
Wow. Ist auch wieder ganz. Ich scanne nach der Strahlungssignatur. Kein Problem. Und jetzt ab zum letzten Signal. Mal schauen, wo es dort ist. Hallöchen, Galaxie. Ich empfange etwas. Sonde unterwegs. Einfach hindackeln. Also sollte jetzt irgendwas aktualisiert werden, würde ich schon fast mal meinen. Ansonsten ist diese Mission auch verbuggt. Was ich nicht so feiern würde. Ja. Staubkörner halbwegs. Komplett zerlegt. Hier hat's noch einen Plani. Nein. Aber ansonsten... Okay. Das ist jetzt seltsam. Jetzt hat sie sie anerkannt, aber die Orte werden nicht irgendwie kombiniert. Das ist ja mal behindert. Ja, na dann. Das ist ja mehr als behindert. Wobei, ich versuche das nochmal offscreen. Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde angelangt. Das sollte reichen wieder mal fürs Erste. Wir hatten eine schicke Party, etwa zwei, dreimal. Und jetzt hatten wir noch eine kleine Universum-Tour. Sollte auf jeden Fall passen. Ihr seht, oben rechts ist die Mission einfach vollkommen für den Arsch. Und das muss sich ändern. Bis zum nächsten Mal. Tödelö.